Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Dark Souls 2, beziehungsweise Let's Prepare to Die Again, hatte ich es ja genannt, ne? Wir sind hier mitten in der Undead Burg und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es nicht schon wieder verkacke hier. Ich verkacke schon wieder. wo ist denn jetzt da unten? Oh, der. Wie ich auch immer übersehe, dass der Penner noch so ganz wenig Life hat. Bam! Ja. Parryman. Huch. Und Backstab. Na gut, der war nicht gewollt, aber dann doch ganz nice. Oder hat sogar was gedroppt hier. Ein leichter Crossbow, ne? Eine leichte Armbrust. Und es ist echt unheimlich schwer, sich hier wieder dran zu gewöhnen, weil die Kamera auch ein wenig, ja, ne, stockig ist. Ne? Oh, da hinten. Kann man da rein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde es echt geil, was man hier so alles sehen kann. Ne? Also ich bin echt immer wieder und weiter und gerne auch fasziniert hier von den ganzen Oh, jetzt hat er mich gesehen. So. Bam. Der ist schon mal weg. Oh, da war ich nicht schnell genug für den Backstab. Da war ich, glaube ich, nicht dicht genug dran für den Backstab. Ah, da haben wir noch. So. Ein bisschen Backstabben, dann läuft doch alles. Da unten sehe ich doch irgendwie ein Foggate, oder? Kommt mir das nur so vor. Es sieht so ein bisschen nach einem Foggate aus, ne? Wo ist das denn überhaupt? Ich glaube, da geht's runter, ne? Aber was macht denn das Foggate da? Huh. Da komme ich doch von. Naja, muss ich mal überlegen, ob ich da vielleicht nochmal hinkomme. So, jetzt wollen wir aber erst nochmal mit dem guten Merchant sprechen, ne? Well, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Wir wollen von ihm kaufen den Orange Guidance Soapstone, können wir uns auf jeden Fall holen. Gönnen wir uns mal, ne? Gönnen wir uns reichlich. Repairbox kann ich mir nicht kaufen, habe ich zu wenig. Seelen leider ein bisschen. Was hat er denn noch? Wollen wir gerade gucken. Arrows, Dagger. Der verkauft, glaube ich, kein Ushigatana, ne? Nein, dann müssen wir da, glaube ich, auf anderem Wege rankommen. Das sage ich deshalb jetzt so. Ne? Bit sinister. Good question, bit sinister. What a waste. Go and fall off a cliff. Ja, tun wir. Wir gehen einfach mal hier weiter. Hey, Bro. Ne? Battle Axe, Bro. So. Bam. Du bist tot, ne? Rot gleich schuldig, rot gleich tot. Ich glaube, hier waren wieder nur Hüllen. Also ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. ja, Hüllen. Ich hasse Hüllen. Au! Wie gesagt, ich kann die Viecher nicht leiden. Zumal wir momentan echt noch ein bisschen wenig Schaden machen mit unserer Waffe. Doppel! Parryman, das habe ich auch noch nie erlebt. So, weg mit dir. Fast auch nichts drin. Ach, immer noch. Wie viel? Ja, 106 Seelen werden noch benötigt. Ich glaube, hier oben gibt es auch noch irgendwas. Ja, da ist noch ein Item. Throwing Knife. Kann man da vielleicht von hier oben aus reinspringen? Weiß ich nicht, probieren wir es einfach mal. Kann man, nice. Ich wusste doch, man kommt hier irgendwie hin. Die Frage ist jetzt nur, was ist hier oben? Ein Balkon und ein Item. Ein Light Crossbow und Armbrustbolzen dafür. Oh, da habe ich irgendwie ein Item. Habe ich doch Items übersehen, oder? Okay, habe ich Items übersehen. Naja, ne?
Naja, Holzauge sei wachsam. Ah, jetzt sind da unten wieder. Ach, gut, so. Au! So, weg mit dir. Ach so. So, da hatte ich es gerade fast wieder verkackt, ne? Kennen mich ja. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Da war ich wieder. Ah! Stirb! Doch, endlich. Danke. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Hier können wir, glaube ich, durch. Wo kommen wir denn hin? Eine Seele. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir schon mal, ne? Also da. Dreckige Hüllen. Ja, also Hollows, ne? Also sie heißen wirklich Hollows. Ich versuche mich ja so ein bisschen auch an die deutsche Sprache, ne, hier zu gewöhnen. Was ziemlich schwierig ist, weil ich das Spiel auch nur auf Englisch wirklich gespielt habe immer. Ach komm. Stirb. Ups. Wow. Von Hüllen gebasht, liebe Leute. Ah, stirb! So, haben wir's doch. Meine Güte. Schwierige Geburt. Schwierige Geburt. Das mit dem Fausing habe ich auch langsam so ein bisschen in den Griff bekommen. Ihr seht, das Bild zerreißt weniger häufig. Wie gesagt, das ist halt einfach eine nicht so gute PC-Portierung. Irgendwo habe ich wohl noch was übersehen. An Gegnern, aber das macht ja nichts. Wir wollen nämlich jetzt erstmal uns die Repairbox kaufen von dem guten ja, Merchant da unten. Und wollen mal ein bisschen mit dem sprechen. Ja? Wir wollen ja versuchen ja hier immer so ein bisschen Dialog noch mit rauszuholen, ein bisschen Lore noch zu bekommen. Oh, you again. Repairbox, die wollen wir haben. Die Bottomless Box und Resident Evil gehen uns am Arsch vorbei. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Here, I'm not here to chit chat. We talk business or we talk nothing at all. Okay, ja, er labert jetzt immer nur noch dieselbe Scheiße. Thank you kindly. Ew! Gone mad, have you? I'll teach you, you lousy rat. Wow. Ihr seht, er hat einen Uchi-Katana. Au, warum habe ich denn jetzt nicht ge. Ich habe doch auf Tab gedrückt, oder? Nicht blöd. So. Residence Key und Humanity und das Uchigatana bekommen von ihm. Ne, haben ihn einfach knallert. Ups, jetzt habe ich noch eine Estus verbraucht, wollte ich eigentlich nicht. Getötet und können jetzt wieder ans Bonfire gehen. Ne? Und gehen dann weiter Richtung Taurus Demon. Den müssen wir auch noch töten. Und dann gibt es, glaube ich, hier noch eine Shortcut, die wir nehmen können. Hier kann man, glaube ich, sogar irgendwie springen, dass man da unten auf den Vorsprung kommt. Wo eben wir den Black Knight hatten. Aber das machen wir später. Erstmal wollen wir jetzt hier in die Nähe vom Bonfire gehen. Ich glaube, hier kann man auch nicht invaded werden. Und dann holen wir uns mal das Uchigatana, ne? Kann man das nochmal umstellen? So, ihr seht. 90 Physical. Du hast 56. Kann ich das einfach nicht wielden oder was? Und kriegt deshalb Schaden. Ich habe nicht genug Stärke dafür. Stärke habe ich denn? 9. Gut, das heißt, ich kann es eh nicht benutzen. Das ist blöd. Jetzt haben wir den umgebracht für nichts, ne? Das könnten wir benutzen. Short Sword ist ja sowieso eins meiner Lieblingsschwerter. Zweihänder, nee. Uchigatana könnten wir nehmen. Und das halt zweihändig nehmen. Müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. Es müsste sich ja die Stärke, die wir brauchen dafür,
halbieren, ne? Aber denk mal, wir nehmen einfach mal unser Short Sword hier. Das hat uns ja schon immer ganz gute Dienste auch geleistet, ne? Zack. Haben wir ja schon mal das Mage im Mage-Play gemacht. Bam! Ne? Also es zwiebelt schon ganz gut rein. Kommt hier noch einer. Schon wieder zu langsam. Also bei dem Move, den die da machen, bin ich irgendwie auch immer zu langsam. Das ist so ein bisschen das Problem. Bei diesem langsamen Move, den die da immer drauf haben. Oh, diesmal... Wow! So, wollen wir mal ein bisschen ausweichen hier. Na, mein Freund, du bist der Letzte, der noch übrig ist und... Auch das bist du nicht mehr. So, also ich bin damals echt ewig hier rumgeirrt, als ich das erste Mal Dark Souls durchgespielt habe. Das war schon ein... Wow! Wow, da hat die... Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Glitchy Kamera. Leute, ich gebe euch echt mal so einen kleinen Tipp. Wenn ihr im Multikampf drin seid mit mehreren Leuten, visiert am besten niemanden an. Ne? Das fickt euch die Kamera zu sehr weg. Ich müsste mal gucken, ob man das vielleicht auch einfach umstellen kann. Ah, Mann, nice. Ich laufe an euch rein. So, die da hinten muss ich, glaube ich, nicht mehr betrachten. Ne? Die machen sich da schon... ja, die machen sich da keinen groben, ne? Die schieben sich da keinen harten... Die hauen einfach ihre Bomben durch, auch wenn sie mich damit nicht treffen können. Machen die trotzdem, geben die keinen großen Fick drauf. Und, ja, können wir hier einen pullen, einfach so? Ja, da kommt einer. Wuh, was war das? Ich dachte gerade, ich hätte den Parry. Ich sollte mit dem Parry echt mal ein bisschen aufpassen, so langsam. Ah, oh, jetzt hab... Fuck it. Da war ich gerade extrem schlecht wieder. Habe ich mich selbst voll verwirrt gerade. Das hätte nicht sein müssen. Okay, wo kommt denn der Penner her? Wow. Ach ja, richtig. Der kann das ja ohne sein Schild runterzunehmen. Ich habe echt mehr Probleme an den Typen, als ich bräuchte oder haben sollte. So, weg mit dir. Feuerbombe bekommen. Und jetzt steht uns, glaube ich, auch nichts mehr so großartig im Weg zum Taurus-Demon. Ne? Wir haben ja unten den Black Knight auch schon gekillt. Ach Gott, ey. Mein Parry ist echt so schlecht geworden. Das gibt's einfach nicht. Krieg echt den meisten Schaden dadurch, dass ich nicht richtig parryen kann. Das ärgert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich von hier aus da runter? Ich habe den Master Key. Könnte ich. Ich könnte jetzt da unten links fertig machen. Wer ist so nochmal? Ich habe den Namen voll vergessen gerade. Sorry, Leute. Ernsthaft. Wie hieß der? Havel! Havel hieß er. Havel könnte ich da unten fertig machen. Hier ist doch irgendwo, glaube ich, genau die. So, hab ich sie? Hab's erwischt. Twinkling, Titanite und Chunks. Chunks sind immer schön. Ist immer schön zu sehen. Ansonsten ist hier oben, glaube ich, nichts mehr. Und wir gehen einfach durch den Fog durch. Wir haben das Comeback. Das kommt auch weg. Und gehen erstmal hier oben auf den Turm. Denn wir wissen ja, ja, dass da oben Penner sind. Da oben sind einfach nur Penner. Ja. Diese Crossbros. So. Crossbros, ist übrigens ein Begriff, der von Epic Name Bro geprägt ist, ne? Also ihr merkt das auch immer mal wieder, wie hart ich Epic Name Bro Fan bin. Och fuck, ich mache das ja. Ich bin echt, ihr seht es, ne, wenn man halt so ein bisschen raus ist, dann kommt man mit der Steuerung auch nicht mehr so ganz klar. So. Jetzt wollen wir noch mal sehen, ob ich mit dem Taurus Demon klarkomme.
Da kommt er. Glaube, man kann den auch einfach baiten. Müssen wir mal gerade gucken. Man kann ihn, meine ich, auch einfach baiten, dass er da unten stehen bleibt. Und dann eben hier oben eine Plunging Attack machen. So, und das zwiebelt dem ordentlich Damage rein. Dann gilt es eigentlich nur noch hinter ihm zu stehen. Oh, fuck. Oder sich halt einfach treffen lassen. Fuck. Da bin ich Lucky ausgewichen und habe ihn weggenutzt. Ich habe deshalb das Pein genommen, ne? Das Elektrisierende, weil die Pine Resin, Yellow Pine Resin, dafür sorgt, dass er nämlich mehr Schaden nimmt. Also der hat da, ist da sehr verwundbar gegen und ich hoffe mal nicht, dass mich jetzt jemand invadet. Das wäre nicht so nice. Dann schauen wir mal, dass wir gleich mal gucken, dass wir unser Uchigatana benutzen können. Erstmal sprechen wir aber mit meinem Lieblings-Sunro. Yo, hey Solaire, was geht? Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Ja, Solaire of Astora. Definitiv einer der, ja, mehr memorable Leute. Knappes Ding. Gerade so, oh, reingefallen. Puh, nice. Das war echt sehr, sehr knapp. Und hier treten wir eben die Leiter wieder runter, ne? Leute, die das schon, mich schon mehr verfolgt haben, ne? Wissen natürlich von dieser Abkürzung schon. Und an der Stelle kann man auch wunderbar, ne, erstmal ins Bonfire gehen und leveln. Und mal schauen, wie viel Level wir machen können. Ah, 5 müssten knapp drin sein, also könnten wir das, nicht ganz, aber 1 müssten wir noch hinkriegen, glaube ich. Wollen wir gerade gucken, bevor ich jetzt wieder Scheiße erzähle, ja. Gucken wir uns mal gerade das Uchigatana an. Ja, 14 brauchen wir. Und 14 sollen wir dann auch haben. Wir können, glaube ich, nochmal ein bisschen Seelen verwenden. Wir haben Soul of a Lost Undead. Wollen wir mal gucken, ob die geht. 400. Das reicht, glaube ich, noch nicht ganz, aber wir haben ja noch genügend kleine Seelen. Ne, können jetzt erstmal hier auch den Kram wegmachen.
und uns mal eine kleine Seele holen. Das ist die Soul of a Lost Undead. Ja, das sollte, denke ich mal, reichen für ein Level Up. 900 irgendwas. Was? Ich brauche 1660 für ein Level Up? Das ist ein bisschen viel. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Ich dachte nicht, dass das so schnell hochgeht, aber gut. Dann nehmen wir die Seele von Nameless Soldier. Und jetzt sollte es aber doch... Ja, jetzt reicht es auf jeden Fall. Nein, ich will nicht auf Vitality gehen. Ich will auf Stärke 1 machen. Und jetzt eben können wir uns Uchigatana equippen. Zack. Und wir haben auch eine Shortcut. Ne? Wir können jetzt hier eben, wie gesagt, die Leiter, die wir eben runtergetreten haben, hoch. Und kommen wieder oben auf die Brücke, wo der rote Drache gewesen ist. Ne, auch da könnten wir wieder eine Shortcut nehmen. Da kommt's. Ein knappes Ding. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh. So, ich bin mal gespannt, ob es hinhaut. Der fängt nämlich gleich an runterzuspringen. Wenn ich lang genug warte. Ja, ist sehr spannend, Leute. Ich mache das nicht sehr häufig. Da war ich zu langsam. Scheiße, da war ich einfach nur viel zu langsam. Wow. Puh. Wow. Jetzt sitzt er wieder oben. Wir können hier nämlich das Bonfire, sollten wir eigentlich entzünden können. Na egal, es reicht, wenn wir nämlich diesen Hebel hier ziehen. Dark Spirit Sealer Moon has invaded. Nice. Ich warte hier einfach am Sonnenaltar. Ne? Mal gucken, von wo er kommt. Das ist unsere erste Invasion. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir können aber das Bonfire hier auch nicht anmachen. Jetzt, oder? Nee. Da hinten kommt er die Brücke lang gelaufen. Ich glaube, wir ziehen uns nochmal ein bisschen aus. Ich glaube nämlich, Equipment Load ist ein bisschen viel. Ja, kommst du jetzt hergelaufen oder was machst du da? Ist immer noch ein bisschen Fat Roll, ne? Wie viel habe ich denn? Equipment Load 13? Das müsste eigentlich gehen. Ja, ich bin Level 15, ne? Das ist ein Sorcerer auf jeden Fall. T war das, oder war das F1? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe voll vergessen, wo das Equipment, wo das Ding ist. Ja, Mann! Wo ist das denn? Das ist, glaube ich, Boss F1, ne? Nee. Fuck, wo war das denn? Gesten? 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 Mann! Wo ist Gesten? Warte, ich guck mal schnell. Key Settings. Was tut er da? Ah, der ist gegangen. Nice. Ist der Drache jetzt oben noch? Nein, der ist nicht mehr da. Bonfire lit. Jetzt müssen wir, glaube ich, aber auch. Er müsste jetzt auch nicht mehr da oben sitzen. Ja, sitzt nicht mehr da. Wir können jetzt erstmal in Ruhe hier so die vorderen die Items hier einsammeln. Der kommt erst, wenn man wieder einen bestimmten Weg nach da hinten zurücklegt. Und ja, jetzt können wir quasi weitergehen in der Undead Burg. Werden wir auch in der nächsten Episode machen und ich gucke unbedingt mal nach, wo das Gestenmenü ist. Bis dann, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.